Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen kleinen kurzen Video auf meinem Kanal. Ich bin mit Luca unterwegs auf den Spuren oder auf den Spuren der Überreste eines alten Steinbruchs. Es könnte ganz interessant für euch werden. Für mich ist es bereits ganz interessant, denn die Wegstrecke hierher, die ist wirklich so ziemlich das Abenteuerlichste, was ich als Norddeutscher, denn ein Steinbruch ist durchaus sehr bergig, kann bergig sein. Das ist das Abenteuerlichste, was ich in der Hinsicht bisher gemacht habe. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit geht es wieder los an Ort und Stelle. Das hier ist der kleine winzige Pfad, der uns an der Abbruchkante entlang führend ins Innere des Steinbruchs leitet. Und die Wegstrecke ist, also man muss sich das mal wirklich klar machen. Hier geht es runter. Das geht noch. Das ist noch moderat. Ich würde sagen, es sind 5-6 Meter. Und das ist direkt an der Kante. Also man muss sich hier wirklich konzentrieren, auf jeden Stein quasi konzentrieren, dass man hier nicht irgendwie in irgendeine Richtung rutscht, wo man nicht hin möchte. Der Steinbruch selber, das kann ich zumindest jetzt schon sagen, ist Teil eines Betriebes, der mehrere Brüche, so nennt man das glaube ich, in dieser Region hat. Das ist hier glaube ich Bruch Nummer 3 oder 4, ich weiß es nicht genau. Und dieser ist, wie gesagt, schon seit längerer Zeit stillgelegt. Und trotzdem findet man hier noch was. Google Maps hat uns mit gewissen Einstellungen einiges offenbart. Wie zum Beispiel an dieser Stelle das da. Schwer zu sagen, was es ist. Es macht für mich als erstes mal irgendwie so einen Eindruck eines, weiß ich nicht, Trafo-Häuschens oder sowas. Irgendwie viereckig klein oder irgendwas aus der Kategorie. Wir werden uns das anschauen, aber vorher erstmal hier runterkommen. Hier haben wir anscheinend das nächste Bauwerk. Was ist das? Es ist irgendwie gemauert. Sehr alt, wie es aussieht. Sieht aus wie ein Tor oder irgendwas in der Richtung. Ein Tor vielleicht, was auf einen Platz hinführte, der hier mal war. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich mache dieses Hobby jetzt ja schon ziemlich lange. Ich habe schon sehr viel gesehen. Unzählige Häuser, unzählige Hotels, einige Bunker und solche Geschichten. So eine Erkundung, finde ich, ist immer noch das Interessanteste. Das befriedigt die Neugier irgendwie am meisten. Viel mehr, als wenn ich jetzt in irgendwelchen Unterlagen von irgendwelchen Leuten rumstöbere. Hier ist schon wieder die nächste Sache, die interessant ist. Schaut mal, ich sagte eben gerade Bunker, also rein aus Resümierung. Und da geht es irgendwie rein. Und es ist dunkel. Werden wir mal die Taschenlampe nehmen. Die ist auf jeder Urbex-Tour, auch wenn es irgendwie nicht unter Tage geht, immer wichtig. Alter, was ist das? Wo geht das hier hin? Ah, hier sind Mücken. Ganz viele Mücken. Alter! Das ist ein Bunker. Freunde, guckt euch das an. Was hier los ist. Das ist ja eine Sache. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schnell wieder raus. Aua. Mücken. Mücken stechen. So, die Biester habe ich jetzt mal vertrieben. Frage an die Experten unter euch. Ist das ein Bunker? Ist das ein Schutzraum? Oder ist das einfach nur ein Lagerraum, der irgendwie durch die Zeit zugewuchert ist? Und was ist das für eine Bauweise? Wir werden erstmal weitergehen. Aha, hier haben wir die nächsten Mauerüberreste. Ein Pfeiler. Ein eingestürztes Dach. Tja, es sind nur irgendwelche Überreste, die auch ein bisschen angekugelt sind. Das hat anscheinend mal einen Brand erledigt. So, nun, die beiden Pfeiler sind wohl klar, oder? Das ist eine Einfahrt. Oder ein Tor war hier zumindest. Das ist das Ding, was wir von oben gesehen haben. Würde man hier unten eigentlich gar nicht mehr erkennen, durch die ganzen Blätter und so weiter, dass da irgendwas war oder ist. Wie auch immer. So, nun wäre dann natürlich herauszufinden, was das andere, das erste von den ganzen kleinen Mauerresten, also das erste Gebäude, für uns bereithält. Hier muss man erstmal durchkommen. Leute, das ist hier so zugewachsen.
so lange schon, das muss schon so lange Lost sein. Aha. Liebe Leute, vom Ort des Geschehens befinden wir uns jetzt für die nächsten paar Minuten bei Ronny im Garten. Ronny sitzt neben mir und ich habe von Wolfgangs wieder mal etwas Neues. Und da ich mich mit Messern, wie ihr wisst, nicht so gut auskenne, habe ich jemanden dabei, der sich damit richtig gut auskennt. Willst du mal reingucken, was wir heute haben? Ja, gerne. Es ist ein großes und ein ganz kleines Paket. Leute, eine wichtige Information. Wolfgangs war schon immer international aufgestellt und das soll sich ab sofort auch in dem Namen widerspiegeln. Wolfgangs benennt sich, ich will nicht sagen um, aber es heißt ab sofort bei uns, genauso wie in den USA, Odenwolf. Oden soll, so wurde mir mitgeteilt, der Bezug zu Deutschland sein, zum Odenwald, scheint wichtig zu sein. Und Wolf, weiterhin das Motto Be Part of the Wolfpack. Und das Ganze soll sich also so weiterhin jetzt auch in Deutschland etablieren. Ja, und ich habe von Wolfgangs wahrscheinlich anlässlich dieser Umbenennung zwei Messer bekommen. Eins davon wurde mir gesagt, ist von einer eher rabiateren Sorte. Und ja, das wollen wir uns noch mal gemeinsam anschauen. Ja, das ist dieser Okolyt hier. Wahnsinn. Was soll man dazu denn sagen? Ja, Wahnsinn. Groß. Echt der Wahnsinn. Sehr griffig, TPE, mit Diamantmuster, Wolfgangs Logo am Griff, Wolfgangs Logo auf der Klinge. Hier sieht man nochmal richtig fett D2 Stahl. Also ich denke, das ist eine Machete gemacht für Lifetime. Also laut Wolfgangs soll das Ding extreme Schlagkraft haben. Wir haben jetzt hier mal sowas vorbereitet, oder Ronny hat besser gesagt was vorbereitet. Bambus und irgendwelche Hölzer. Hölzer, Schläuche, alles worauf man so ein bisschen einschlagen kann. Hier haben wir so ein bisschen Gartenschlauch, mehrere. Völlig schadlos, das macht der Klinge überhaupt nichts. Das Gewicht von der Machete auch super, richtig gut verteilt. Der Griff hält, es fliegt nicht außer Hand, es kippt nicht nach links und rechts beim Schlagen. Überhaupt gar kein Problem. Wir können ja auch dickeres Holz nehmen. Auch da überhaupt gar kein Problem. Und da geht richtig was. Also das Ding ersetzt schon fast eine Axt. Und auch frischen Bambus können wir damit, fällt sich mal richtig gut, malträtieren. Damit schlägt man sich durch jeden Dschungel. Sieht so aus. Wahnsinn. Gefällt mir sehr gut. Leute, wichtige Information an der Stelle noch mal ganz kurz. Diese Messer sind nicht in der Öffentlichkeit zu führen. Wir befinden uns hier deswegen extra auf Privatgrundstück. Die sind sehr lang. Also wirklich, übersteigen das zulässige Maß um ein Vielfaches. So, das Ding haben wir jetzt erstmal in Wartestellung gepackt. Und im Kontrast dazu gibt es noch ein, es heißt Picknick. Wie Picknick. Ein Klappmesser, Outdoor, 420er Stahl, TPE Griff, auch sehr rutschfest, Arretierung sehr, sehr gut. Also da kann man tatsächlich beim Camping, beim Zelten, Paracord schneiden, sich sein Essen zubereiten, Fleisch, Brot, denke überhaupt kein Problem. Der Wellenschliff sieht auch sehr, sehr scharf aus. Das probieren wir gleich nochmal an frischem Holz aus, was damit machbar ist. So, hier haben wir ein Stück frisches Holz. Ja, das ist sehr scharf, dieses Messer. Also gut zu verstauen, sehr klein, Klappmechanismus. Und ruckzuck ist das Ding auch in jeder kleinsten Tasche verstaut. Ja Leute, und damit sind wir hier fertig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alle Informationen zu den Messern gibt es unten in der Videobeschreibung. Und damit geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Okay, es ist auf keinen Fall groß. Es hat ein Loch. Nicht besonders tief. Und hier hinten irgendeine metallische Platte. Was ist dahinter? Das
natürlich jetzt die große Frage, oder? Was ist dahinter? Kann man hier durchgucken? Da kann man irgendwie reinleuchten, aber es ist viel zu klein. Ach, sorry, es wird wohl nichts. Vielleicht können wir da gleich noch von außen was sehen. Noch einmal kurz der Vollständigkeit halber gezeigt. Das sieht hier irgendwie aus wie so ein Schornstein, Abluft oder irgendwas. Gut, kann auch alles Mögliche sein, man kann ihn nur raten. Ja, jetzt werde ich hier gerade angefallen und irgendein Vieh. Aua! Au. Ah. Hier sind so viele Viecher. Boah! Hilfe! Ja, jetzt können wir mal von außen gucken. Also hier haben wir das erste Fenster. Das haben wir noch sehen können. Da ist noch ein zweites. Das ist anscheinend dann hinter dieser Abdeckung. Das wird wahrscheinlich ein Lager oder sowas sein. Aber dann so massiv verschlossen? Weiß ich nicht. Wie wird denn der Sprengstoff gelagert in so einem Steinbruch? Aber das müsste massiver sein. Dieses kleine bisschen, das hält ja nichts ab. Oh. Und jetzt wird's gefährlich. Jetzt sind wir tatsächlich mittendrinne. Oh, und fast bei der Abbruchkante. Also ich sage euch, meine Höhenangst sagt mir in dem Fall hier, geh keinen Schritt weiter. Alter Schwede, geht das unten tief runter. Man muss sich einfach mal im Klaren darüber sein, das ist möglicherweise poröses Gestein. Vielleicht ein bisschen noch unterspült von irgendeinem letzten Unwetter. Und dann geht man vielleicht zu nah an die Kante und es löst sich was. Es ist wirklich verwunderlich, dass ich, wir haben hier keine einzige Absperrung oder kein einziges Schild oder keinen einzigen Hinweis oder irgendwas dazu gelesen auf dem Weg hierher. Wir sind bestimmt eine Stunde hierhin gelaufen. Also das ist echt gefährlich. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, man sieht es schon. Da vorne ist ein Haus. Ist auf jeden Fall ein Dach und eine Mauer zu erkennen. Und das Ganze ist hier ziemlich nah an dieser Abbruchkante. Das kann sehr interessant und sehr gefährlich werden. Also ich meine, man muss sich das mal klar machen. Sieht man das hier? Hier ist vielleicht noch ein Relikt von einem Zaun. Irgend so ein Pfahl. Und dahinter geht's runter. So, da das Ganze wieder sehr dunkel ist. Taschenlampe wieder an Start. Hier einmal durchgezwängt. Okay. Ja, viel zu zeigen ist hier nicht. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber das kann man zumindest sagen. Es ist nicht irgendwie ein Schuppen oder irgendwas gewesen. Guck mal hier, hier ist ein Kaminanschluss. Hier war ein Kamin, der diesen Raum hier, diesen einen Raum, muss man ja leider sagen, tatsächlich geheizt hat. Und, weiß nicht, hier ist noch irgendwie so eine Einlassung. Als wenn hier irgendwie ein starker, weiß ich nicht, Schrank oder irgendwas gestanden hätte. Das Ganze kann durchaus, also so ist meine Vermutung, irgendein Arbeiterhaus gewesen sein. Also irgendwas zur Verwaltung möglicherweise oder auch zum Aufwärmen im Winter für die Mitarbeiter, die hier im Steinbruch gearbeitet haben. Möglich. Und ich glaube hier, wenn man so möchte, haben wir noch ein Relikt. Irgendwie ein Stück Holz, was hier noch an der Wand gedübelt ist. Diese Decke hier ist auch so eine Sache. Was ist das für eine Bauweise ist? Auf jeden Fall muss es alt sein. Wenn man sich die Wände anschaut, das ist zwar irgendwo gemauert, aber der Verputz, weiß ich nicht, bin ich kein Bauexperte für. Es ist auf jeden Fall alt. Ganz ehrlich, ich bin ja wie immer vollumfänglich über den Ort, den ich besuche, informiert. Ne, natürlich nicht. Ich habe den Artikel bei Wikipedia über das Gelände und auch über die Firma gelesen. Aber ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich weiß nicht genau, wann das Ganze hier eröffnet wurde. Aber ich glaube, an dem einen Gebäude tatsächlich eine Jahreszahl gesehen zu haben. Ich bin da gar nicht weiter drauf eingegangen, aber ich glaube, da stand irgendwas von 1920. Insofern sprechen wir hier möglicherweise von einer Erbauung vor 90 Jahren.
Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, mit welchem Steinbruch begonnen wurde. Wie ich eingehend sagte, sind ja mehrere. Jetzt wäre ich natürlich gerne, wo ich eben gerade schon rumgegangen bin, weitergegangen, um mir das Ganze nochmal von der anderen Seite anzuschauen. Aber ich bin hier wirklich extrem vorsichtig, wegen dem Gelände halt, ne? Also man weiß nie, wie es da hinten weitergeht und ob nicht vielleicht irgendwo ein falscher Tritt auf mich warten könnte. Insofern, glaube ich, haben wir es schon. Das Hauptgebäude, weswegen wir hier sind, haben wir gesehen. Ein paar interessante Funde, so links und rechts nebenbei. Eine wahnsinnig eindrucksvolle Szenerie, kann man schon sagen. Ja, eine schöne Erkundung. Leute, das ist das Hobby. Erkunden der urbanen Umgebung, Urbex, übersetzt auf Deutsch, wenn man so möchte. Und das gehört dazu. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Vor allen Dingen, wenn es mal Zuschauer geben sollte, irgendwie aus dem Süden, wo es ein bisschen bergiger ist. Hat das hier schon einen gewissen alpinen Grad, wie man so schön sagt? Oder ist das immer noch norddeutsches Pillepalle? Freunde, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.